Mitarbeiter der Nobiskrug-Werft in Rendsburg haben heute während der Mittagspause ihrem Unmut über Investor und Geschäftsführer Lars Windhorst Luft gemacht. Erneut stehen Lohnzahlungen aus und auch Sozialversicherungsbeiträge sind nicht gezahlt worden. Es ist eine akute Insolvenzgefahr da in dem Moment, wo Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt werden. Und es besteht auch die Gefahr, dass zum Beispiel Kollegen Rentenansprüche verloren gehen, dadurch, dass der Arbeitgeber seine Anteile nicht leistet. Die IG Metall sieht die Schuld dafür bei Windhorst. Er habe seine Versprechen vom runden Tisch im November nicht eingehalten. Im Juni 2023 hatte Windhorst die Geschäftsführung der Werften FSG und Nobiskrug übernommen.